Servus Leute, zum Teil 14 des zweiten DeLonghi-Projekts. Vielleicht ist das sogar schon der letzte Teil. Mich würde es freuen, weil dann kommt die DeLonghi endlich weg und der zukünftige Besitzer hat seinen Spaß dran. Ja, Funktionstest bei offener Maschine. Das ist sowas, was absolut lebensgefährlich ist. Darum sollte man das auf keinen Fall nachmachen. Das, was ich hier zeige, ist keine Anleitung. Das dient zur Unterhaltung und soll euch nicht anregen, irgendwelche Geräte, gerade die eine Netzspannung von 230 Volt mehr oder weniger haben, offen zu betreiben. Ich persönlich betreibe meine Kaffeemaschine offen, weil ich einfach Angst vor Wasserlecks habe und daher werde ich meine Maschine, natürlich ist hier alles abgesichert, offen betreiben, um zu gucken, ob halt einfach Wasserlecks da sind. Zum einen habe ich hier einen aktiven PE-Schutzschalter, separat nur für diese Steckdosen. Zum anderen habe ich hier nochmal einen Hauptschalter, das heißt, wenn ich hier irgendwo ein Leck sehen werde, werde ich die Maschine sofort vom Stromnetz nehmen. Plan ist jetzt erstmal alles zu testen, also macht sie Kaffee, macht sie Milchschaum. Wenn das alles funktioniert und auch mehrmals hintereinander, es bildet sich kein Tropfen, dann werde ich eine Entkalkung starten. Aber zuerst muss ich das hier lesen, ich habe nämlich keine Ahnung, wie man mit dieser Maschine ein Cappuccino macht. Ja Leute, die Anleitung ist gelesen, also das ist wohl tatsächlich so, dass die Maschine ein paar mehr Funktionen hat und sie erkennt sogar, ob die Milchkanne drin ist oder nicht. Nicht wundern, ich werde heute mal noch mit einer zweiten Kamera filmen, damit ich einfach beide Perspektiven zeigen kann. Das war ja beim letzten Mal ja nicht so möglich, weil ich einfach gar nicht dran gedacht habe. Ja, die Maschine kann halt kleinen Kaffee, großen Kaffee, aber auch separat Cappuccino oder Milchkaffee. Das Ganze kann man dann hier auswählen, ob man hier einen Cappuccino oder einen Kaffee Latte haben möchte. Das hat einfach was mit der Milchmenge zu tun. Ansonsten kann man hier normalen Kaffee beziehen und das hier unten Automatik Cappuccino. Das ist dann nur mit Milchschaum. Ja, ich kenne das halt nur mit dem mechanischen Umschalten der Dampfdüse. Hier geht es, elektrisch, vermutlich mit den Magnetventilen. Und ich werde jetzt die Maschine einfach mal einschalten und hoffe, dass nichts passiert. Ich werde hier natürlich öfters auch mal mit der Taschenlampe schauen. Zum einen, ob die Stromkabel noch alle okay sind, zum anderen, ob halt einfach ein Wasseraustritt da ist. Okay, ganz interessant ist noch, die hat eine Uhrzeit, richtig schön, muss man mal gucken, wie man die einstellt. Die Maschine wird sich am Anfang etwas komisch anhören. Das liegt einfach daran, weil der komplette Wasserweg noch voller Luft ist. Deswegen dauert es immer eine Sekunde, bis halt die Pumpe wirklich das Wasser ansaugt und im Endeffekt dann auch wirklich Wasser kommt. Heizt die Maschine die Heizungen auf, bis die Thermosensoren halt einfach das Okay geben zum Spülen. Das sagt die Maschine sogar im Display, ist ja schön. Betriebsbereit. Jetzt machen wir uns einfach mal einen kleinen Kaffee. Das ist das, was ich meine, dass die Pumpe ein bisschen kochen läuft. Jetzt kommt das Wasser. Okay, jetzt kommt vorne noch Kaffee raus, sehr schön. Interessant, obwohl alles gefettet ist, quietscht die Einheit noch ein bisschen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen nachfetten. Ich mache mir jetzt auch noch mal einen größeren Kaffee. Thank you.
Das hört sich erstmal gut an. Jetzt kommt aber der eigentliche Test, und zwar der Milchschaum. Ja, um jetzt einen Kaffee mit Milchschaum zu ziehen, muss man hier auf Cappuccino drücken. Ich habe echt ein bisschen Respekt davor, was hier passiert. Ah, jetzt. Cappuccino. Ah. Interessant, okay. Ah, und der Überdruck geht dann über den Rückgabeschlauch zurück. Jetzt kommt der Kaffee dazu. Ja, mega, Leute. 1A Cappuccino, also dass der Milchschaum schon mal so gut funktioniert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Magnetventile sind etwas laut, aber ich glaube, wenn das Gehäuse zu ist, dann ist das besser. Jetzt kommt aber der Stresstest. 4 Cappuccinos hintereinander, denn ich muss ja sicher gehen, dass es funktioniert. Das ist zwar jetzt total die Milchverschwendung, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. So, die Kaffeekanne kann man dann hier wieder ansetzen. Diese Milchding nimmt man raus. Nur ein Cappuccino, also etwas weniger Schaum. Beziehungsweise ich könnte mir auch vorstellen, dass es die Dicke oder die Festigkeit von dem Schaum ist. Weil eigentlich macht man ja den Schieber auf oder weiter zu. Aber ob das wirklich die Milchmenge ist, ich weiß es nicht. Gerade eben hat der Automatikknopf nicht ganz reagiert. Ich versuche das jetzt nochmal. Ah, jetzt geht's, okay. Cappuccino oder Latte, das wählt man nach mir aus. Ja, dann machen wir. Also das Quietschen lässt langsam auch nach, vermutlich weil sich das Fett einfach überall verteilt. Ja, der Milchschaum, der sieht echt geil aus. Ich muss den jetzt einfach mal probieren. Also der ist richtig dick, schaumig. Riecht gut. Und ist überhaupt gar nicht heiß. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass der total heiß ist, dass man sich halt einfach das Mundwerk verbrennt, wie in der ESAM 3000, wenn man selber die Milch aufschäumt. Da bin ich ja echt fast am Überlegen, ob ich nicht die hier behalte und meine ESAM 3000 weggebe. Geil. Also ich muss sagen, mega. Ich will jetzt hier keine Kaffeewerbung machen, ne? Aber guckt euch das mal an, falls ihr das überhaupt in der Kamera seht. Eigentlich genauso, wie man sich ein Cappuccino vorstellt, wenn man das halt einfach in einem Kaffee trinken geht. Und jetzt mal ganz unter uns gesagt, den einen PE-Schutzleiter, den ich da eingebaut habe, der ist von der Vespa. Das heißt, jetzt hat die Kaffeemaschine zweimal italienisches Blut. Mit deutscher Genauigkeit quasi. Leute, alle guten Dinge sind drei. Daher werde ich jetzt noch einen Cappuccino machen.
dann werde ich die Maschine entkalken. Das zeige ich euch aber nicht mehr, denn hier funktioniert alles auf Anhieb. Mal abgesehen von dem Gefeature, ich bin mega zufrieden. Darum noch einen Kaffee und dann machen wir das Schlusswort. Ja Leute, ihr seht, der Kaffee funktioniert. Das Quietschgeräusch, das lässt nach, also das Fett verteilt sich noch ein bisschen. Ich werde jetzt auch noch mal mit dem Pinsel ein bisschen nachfetten, die Spindel hinten. Dann sollte das absolut okay sein. Ja Leute, 14 Teile sind es geworden. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, euch hat diese Videoserie genauso viel Spaß gemacht wie mir. Dadurch, dass ich die ESAM 3000 schon gemacht habe, kenne ich mich hier natürlich etwas besser aus als vorher. Wenn das jetzt meine erste Maschine gewesen wäre, muss ich sagen, hätte ich vielleicht ein bisschen Respekt gehabt, weil hier einfach viel mehr Kabel da sind und viel mehr Schläuche und natürlich diverse Umbauten wegen den Magnetventilen da sind. Aber wenn man immer in Ruhe an solche Sachen dran geht, sich immer alles schön dokumentiert oder auf dem Pappkarton klebt, so wie ich, dann kann es eigentlich jeder relativ gut selbst machen, wenn man einfach eine Übersicht hat. Wie gesagt, solche Sachen, hier alles was mit Strom zu tun hat, offenem Gehäuse oder sowas, kann ich oder muss ich halt einfach nur sagen, nicht nachmachen, das ist nur was für Fachleute. Ich persönlich habe beruflich sehr viel mit Strom zu tun, ich darf das auch ganz offiziell und ich bin mir auch bewusst, was ich mache, was ich für Gefahren eingehe. Das kann nicht jeder zu Hause nachmachen. Es gibt dafür Fachkräfte und Fachleute, wenn eure Kaffeemaschine kaputt ist, traut euch das nicht zu, dann bringt es einfach dahin. Natürlich kostet das ein paar Euros, aber ihr wisst halt genau, dass das richtig gemacht wurde. Ja Leute, falls euch mein Kanal gefällt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Hinterlasst ein Like, hinterlasst einen Kommentar, darüber würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Projekt. Ich sage jetzt Prost. Und wünsche meinen Eltern ganz viel Spaß mit dieser Maschine. Die kriegen die nämlich. Und da dieses Video erst irgendwann im Oktober rauskommt, übrigens, wir haben jetzt gerade noch Mitte August, deswegen bin ich hier im Sommerdress. Da das Video erst im Oktober rauskommt, kriegen das meine Eltern natürlich so nicht mit. Peace out, macht's gut. Ciao.